Willkommen zurück zu Mario Kart 8. Ja, das letzte Mal haben wir den Pilz Cup sehr zufriedenstellend abgeschlossen. Und heute fahren möchte ich mit dem kleinen süßen Dude. Und was geben wir ihm denn? Ich glaube, der Turboflitzer ist vielleicht ganz lustig für ihn. Nehmen wir mal die kleinen Reifen. Und dann vielleicht einfach mal dieses MKTV-Dings da. Okay, wie gesagt, wir gehen jetzt zum iCup, wo ich, wie ihr seht, immer noch nur 2 Sterne habe. Liegt aber, wie gesagt, auch daran, dass ich es im 100cc bisher noch gar nicht probiert habe, sondern bisher im 150cc. Und da, wie ihr seht, nicht unbedingt erfolgreich war. Also ich finde auf jeden Fall die andere DLC-Strecke etwas einfacher. Aber ja, schauen wir mal. Zunächst mal sehen wir hier Yoshis Piste. Die Mario Kart Double Dash Strecke, die ja tatsächlich schon mal remaked wurde. Und zwar in Mario Kart DS. Hat man hier aber natürlich nochmal um einiges besser machen können. Ähnlich wie beim Baby Park, was auch ein GameCube-Import auf Mario Kart DS war, den man dann nochmal neu gemacht hat. Ich glaube, es wird tatsächlich nicht mehr viel von Mario Kart Double Dash. Also ich glaube, natürlich die Wario Arena fehlt noch. Das ist ehrlich gesagt auch eine sehr, sehr große Verwunderung meinerseits, dass diese nicht vorkam. Ich verstehe es immer noch nicht, nicht mal in den DLC-Parks, also keine Ahnung weshalb. Diese Strecke hätte wunderbar hier reingepasst, weil die eben auch gut auf den Wänden und so hätte fahren können. Und die Strecke auch wirklich cool ist. Von daher, keine Ahnung, was das angeht. Was ich aber zumindest hier sagen kann, ist das, also jetzt so aus dem Stegreif, dass ich glaube, die Pilzbrücke auch noch in Mario Kart DS remaked wurde. Das war ja das erste Mario Kart, das diese Retro-Streckenregel fest eingeführt hat. Bei, ich meine, Super Circuit gab es das auch, aber das waren da alle SNES-Strecken, die man dann nochmal spielen konnte. Das war ein bisschen anderes System. Ja, wie gesagt, ich glaube, die Pilzbrücke wurde dort auch noch eingefügt. Worum man sich theoretisch heute noch in einem anderen Remake kümmern könnte. Und ich glaube natürlich, die Mario-Piste fehlt noch. Ich weiß jetzt gerade nicht hundertprozentig, welche Double-Dash-Strecken jetzt davon betroffen sind. Und da gibt es schon noch einige. Und dann gibt es auch andere coole Strecken, die in Mario Kart DS nicht so hundertprozentig entfaltet werden konnten. Wie zum Beispiel, das Schokoland von Mario Kart 64. Also insofern kann man da schon noch einiges machen. Diese Strecke hier ist auf jeden Fall jetzt natürlich viel besser als Mario Kart DS und vielleicht auch ein bisschen besser als ein Double Dash. Es liegt aber wirklich, finde ich, daran, dass man hier einfach viel, viel besser dribbeln kann, als man es in Mario Kart Double Dash konnte. Da war das Dribbeln ja nicht wirklich weit verbreitet und es war auch teilweise relativ schwierig, teilweise sogar nicht sinnvoll, man hat auch keine Boost bekommen. Gut, die Stelle hier finde ich immer noch ein bisschen kompliziert. Da muss ich noch ein bisschen den Mittelweg finden. Aber ja, also ansonsten kann ich mich hier überhaupt nicht beschweren. Das läuft hier super. Und auch mit dem Toad komme ich prima klar. Das hätte ich nicht sagen dürfen. Ich fahre aber natürlich auch eine Kombination, die ich eher gewohnt bin, bezüglich der kleinen Reifen. Die benutze ich schon relativ häufig, wobei ich in letzter Zeit auch immer wieder die Reifen benutzt habe, die im Animal Crossing DLC dazu kamen, die ich dann gleich im ersten Part tatsächlich auch verwendet habe. Die finde ich auch ziemlich gut. Vielleicht werde ich auch sogar tatsächlich mal überlegen, auf Slick-Reifen umzusteigen. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, Yoshis Piste war gut umgesetzt. Und jetzt kommt keine weitere Retro-Strecke, sondern das Excitebike-Stadion. Ja, normalerweise kommen die Retro-Strecken ja am Anfang. Hier haben wir jetzt bisher eine gesehen. Und ich glaube, das war es dann auch für diesen Cup. Ja doch. Also da kommt auf jeden Fall keine weitere in dem Sinne dazu, aber eine im entfernteren Sinne. Jetzt werdet ihr noch sehen. Beziehungsweise gut, diese kann man eigentlich auch schon als eine im entferntesten Sinne betrachten. Diese Strecke ist nämlich aus dem SNES-Klassiker Excitebike übernommen. Da gab es, glaube ich, 2 Spiele
für den NES, bin mir gerade nicht sicher, ich glaube es gab Exabyte und Versus Excitebike, weiß ich gerade nicht hundertprozentig, kenne ich nämlich auch noch von NES Remix tatsächlich. Da ja, muss man im Prinzip mit einem Motorrad, gerade wie ihr seht, solche Schanzen hochfahren oder allgemein eine Strecke fahren. Da hat man dann hier, wie ihr unten seht, diese vier Auswahlmöglichkeiten. Also vier unterschiedliche Strecken, die man fahren kann. Und da liegen halt teilweise Hindernisse auf der Strecke rum, um die man sich dann kümmern kann. Indem man eben ausweicht tatsächlich. So ungefähr funktioniert Excitebike. Und da gibt es natürlich dann auch mehrere Strecken. Und in dieser, in der Excitebike-Strecke hier, ist das Ganze so aufgebaut, dass es unterschiedliche Streckenmöglichkeiten gibt. Also das ist jetzt eine der Streckenmöglichkeiten, die kommt bei mir auch ein bisschen häufiger. Ist, finde ich, auch einer der besten, weil die relativ kurvig ist, sage ich mal. Hügelig. Gibt aber auch deutlich andere. Und diese kommen dann, alle eigentlich per Zufall, ähnlich wie bei der Animal Crossing Strecke, wo die vier Jahreszeiten auch je nach Zufall erscheinen. Und das ist so der erste Versuch von Nintendo, ältere Racing Franchises, die sie noch haben, die sie aber nicht mehr wirklich irgendwo einbauen können, so für die Fans ein Stück weit wiederzubeleben, weil Mario Kart 8 oder Mario Kart allgemein ist auf jeden Fall erfolgreich, das ist ihnen bewusst. Und so haben sie dann eben die Möglichkeit, ja, das ein Stück weit auch an die Leute weiterzugeben. Das ist eigentlich relativ schön, muss ich sagen. So eine Art Alternative, wenn man eben weiß, man wird kein neues Excitebike rausbringen, das oder wenigstens das hier hat. Das ist relativ schön. Aber ja, bin ich am Ziel. Wie gesagt, diese Strecke ist noch relativ gut. Es gibt auch welche, da hat man so gut wie gar nichts. Man fährt ja im Prinzip dreimal wirklich im Kreis. Und da hat man dann auf der Strecke relativ wenig. Das ist dann alles etwas schlechter. Hier geht's, muss ich wirklich sagen. Also ich finde es auch, wie gesagt, eine nette Idee. Also, ja, damit kann ich schon gut leben. So, und jetzt kommt große Drachenmauer. Und ja, wir sind ja am iCup, aber es ist das The Legend of Zelda DLC. Und für mich sieht das ein bisschen nach The Legend of Zelda Skyward Sword aus. Auch wenn man hier im Hintergrund viele Mario-Attribute sieht, die Lucky-Two-Statue, die Wolke etc. Aber für mich hat das ein bisschen was vom vierten Dungeon The Legend of Zelda Skyward Sword. Ich weiß nicht, ob ihr da gerade einsteigt, aber jetzt mal abgesehen vom vierten Dungeon, den ich gerade relativ, ja, assoziationsfrei genannt habe, auch die Grafik, finde ich, hat ein bisschen was von dem aus The Legend of Zelda Skyward Sword, dass es hier natürlich um einiges besser aussieht, aber ich meine jetzt so allgemein von der Grundausrichtung. Also ja, ups. Muss ich wieder hier mich verdrehen, genau. Also ihr seht schon, hier kann man wieder viele Abkürzungsstreifen benutzen, das ist schön. Und allgemein hat man hier, ja, ich möchte schon sagen, relativ abwechslungsreiche Ebenengestaltung. Was jetzt das Rennen an sich angeht, ich meine, man fährt größtenteils immer nur in diesem schmalen Bereich. Es muss jetzt nicht unbedingt schlecht sein, zumal das ja auch wechselt. Da hatten wir gerade einen Holzbereich, jetzt haben wir hier einen Gesteinsbereich. Und jetzt kommt gleich, wir sind wieder ein etwas anderes Holzbereich und jetzt dieser Bereich. Also man erkennt schon deutliche Unterschiede, finde ich auf jeden Fall. Und von daher, joa. Und wie gesagt, die Ebenen sind hier wirklich sehr abwechslungsreich gestaltet. So, da fährt man, glaube ich, schon irgendwie jede Ebene mal durch. Genau, seht ihr, da oben über uns, da, da ist ein anderer Abschnitt der Strecke. Und da habt ihr da hinten gesehen, da fahren wir schräg. Ich meine, ich bin Gott froh, dass sich da die Steuerung nicht ändert. Ansonsten hätte ich da überhaupt keine Chance. Ich meine, es gibt ja manche Fälle, wo sich die Steuerung ändert, wenn man schräg fährt. Hier ist es zum Glück nicht der Fall, weil das Spiel es nicht wirklich als schräg wahrnimmt, sondern man passt sich sozusagen der Schwerkraft an, wie bei Galaxy manchmal. Aber manchmal ist es auch bei Galaxy so, dass man dann durchaus eine Veränderung merkt,
Wenn die Kamera halt nicht mitgeht. Aber ja, also gerade was das Ausnutzen der Ebene angeht, finde ich, wie gesagt, ist das einer der besten Strecken, die es bisher gab. Das ist wirklich sehr schön gemacht. Und damit sind wir Erster. Ach, der Tod freut sich so süß. Das ist der Hammer. Ja, dann fehlt eigentlich nur noch das letzte Rennen. Und da verzweifle ich im 150cc regelmäßig dran. Weil es dann nämlich um Geschwindigkeit geht. Und solange ich eine Strecke nicht hundertprozentig beherrsche, habe ich damit ein kleines Problem, nämlich Mute City. Und da hat man erneut eine geistige Vorlage gehabt, beziehungsweise eine mehr oder weniger direkte Vorlage, nämlich, ihr seht es da oben, F-Zero. Also man hat nur eine Retro-Strecke aus den alten Mario Karts, aber dafür eine Excitebike-Strecke und eine F-Zero-Strecke. Das kompensiert dann so die Mario Kart-Strecke oder den Verlust der Retro-Strecke von Mario Kart, weil sonst gibt es ja immer zwei pro. Und ja, ihr seht schon, hier geht es um Geschwindigkeit. Natürlich erreiche ich 100cc nicht annähernd die Geschwindigkeit, die man haben müsste, wenn man F-Zero wirklich spielen würde. Aber das ist auch so ein Fall. Die Musik im Hintergrund ist übrigens auch sehr cool. Na, merkt ihr es? Ja, das ist auf jeden Fall, wie gesagt, auch so ein Fall, wo ich mir denke, dass das eine Art Botschaft von Nintendo sein könnte, dass man keine F-Zero-Strecke kriegt. Das habe ich ja schon angedeutet, als ich im DLC die zweite F-Zero-Strecke genommen habe, die es nun gibt. Zumindest ist es eine mögliche Interpretation, wenn man vor allem gleich zwei F-Zero-Strecken reinbringt. Also, dass nur eine Excitebike-Strecke kam, ist schon klar. Auch, dass man es nicht so geredet hat, wie sie ist, weil sie ist halt einfach nicht die spektakulärste Strecke. Von daher war es absolut verständlich, dass man das so gemacht hat, dass ja die einzelnen Felder praktisch durchwechseln, sonst hätte man im Prinzip zweimal das gleiche Feld gehabt, nur mit ein bisschen Unterschied. Aber die F-Zero-Strecken geben ja doch viel, viel mehr Abwechslung tatsächlich her. Und von daher kann ich mir schon vorstellen, dass das eventuell doch eher eine Motivation war, diese Strecken aufzunehmen und gar nicht so sehr die Botschaft, dass man nicht mehr plant, eine F-Zero zu machen. Kann ich aber nicht hundertprozentig sagen. Ich glaube, das wird die Zeit zeigen, aber ich glaube zumindest im Moment deutet wenig darauf hin, dass ein neues F-Zero rauskommt. Nintendo supportet die Wii U ja nicht mehr wirklich. Sogar sie haben scheinbar mittlerweile gemerkt, dass es das war, was ich auch sehr schade finde. Vor allem eben, weil ich glaube, dass so kein Mario Kart 8 DLC mehr kommen wird, obwohl die echt ziemlich cool sind, muss ich wirklich sagen. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass wir uns von diesen Ideen verabschieden können. Und ich glaube nicht, dass man auf dem Nintendo 3DS so gut in einen F-Zero umsetzen könnte. Klar kann er nur 3DS jetzt einiges mehr, aber trotzdem. Und was? Ich habe aber 4 Münzen gesammelt? Ich bin doch kein einziges Mal getroffen worden. Das bedeutet ja dann praktisch, dass ich nur 4 Münzen auf der ganzen Strecke gesammelt habe. Okay, es scheint wirklich wenig zu geben. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Aber ja, cool, das habe ich da zumindest mal in 100cc 3 Sterne. Ob ich das auch im 150 jemals hinbekomme, das wird die Zeit zeigen. Auf jeden Fall bin ich froh, dass alles hier so gut geklappt hat. Danke euch für die Aufmerksamkeit in diesem Part Mario Kart 8. Danke für Daumen hoch. Und das nächste Mal geht es dann hier weiter mit dem Triforce Cup. Das wird doch für alle Zelda-Fans cool, oder? Ich freue mich auf euch. Bis dann.